Freunde, wir stecken in der Klemme, doch zum Glück gibt es Klemmbausteine. Herzlich willkommen. Servus Christian. Servus. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass wir da sind. Wir haben das eh schon gehabt. Wir freuen uns alle und gut ist, wir halten uns allen an den Händen und tanzen und singen und lachen und schreien. Schule. Du hast uns was mitgebracht. Ja, ich habe uns was mitgebracht während meiner Konvaleszenz, sagt man das so? Rekonvaleszenz, genau, das war das. RE hat gefehlt. Nee, ich war ein bisschen krank und trotzdem, als mir es dann ein bisschen besser ging, habe ich ein kleines Set gebaut. Frisch aus Nürnberg damals mitgenommen. Nämlich den Sea Dog, wie die Engländer gesagt haben. Die Deutschen haben dazu Seehund gesagt. Kooperation von Kobi mit dem Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven. Mhm. Und ein kleines liebes Set, das hat auch der Grund, es hat ein paar Gründe, warum das so klein ist und so weiter. Sei es wie es sei, wir werden ein bisschen über das Set reden, wo sind die Stärken und Schwächen. Bei so einem kleinen Set denkt man, man kann nicht viel reden, ein bisschen was geht doch. Aber auch hier wiederum gibt es Historie. Und immer wenn Kobi und am Tisch steht und, oder sich dreht und du da bist, lauschen wir unsere Ohren, spitzen wir unsere Ohren und lauschen deiner engelsgleichen Stimme. Okay. Oder so. Oder so. Huste uns was vor. Huste uns was vor. Aha, gut. Wir haben hier das Kleinst-U-Boot Seehund. Die Entwicklung begann eigentlich also Ende 1944, 1945, wenn ich alles nicht täuscht. Okay. Es ist eine sehr treue Geschichte noch dabei, aber fangen wir mal relativ langweilig an. Also, der Schmäh beim Seehund ist der, dass man eigentlich wollte, also es war wirklich halt gegen Ende des Krieges hin, das heißt, Neuentwicklungen waren ein bisschen ein Problem. Mhm. Das heißt, man wollte wirklich halt ein Fahrzeug konstruieren, wo so viel wie möglich schon bereits existierend war. Ja. Das heißt, nur die Hülle wurde neu gemacht, alle anderen Instrumente und Antriebsaggregate waren schon vorhanden. Zum Einsatz kam zum Beispiel ein LKW-Dieselmotor für die Überwasserfahrt. Mhm. Unter Wasserfahrt gab es dann elektrischen Antrieb mit Batteriezellen, vermutlich die auch schon aus größeren U-Booten schon da waren zum Benutzen. Und auch, glaube ich, so Instrumentensachen auch natürlich auch schon, dass das vorhanden war. Die Besatzung waren 2 Mann, relativ kleines Fahrzeug, also es ist absolut eng da drinnen gewesen. Ich glaube, vielleicht schon doch hinten drauf die Stats. Nein, nope. Schade. Das tut es nicht. Unvorteilhaft, die habe ich natürlich jetzt nicht rausgeschrieben, aber es gibt auch, was auch unten verlinkt ist, sind ja die zwei Videos vom Museum Wilhelmshaven selber, wo sie einmal eine Einleitung über das Fahrzeug selber machen und im zweiten Teil hat dann jemand ein bisschen was über den Motor erzählt, den diesen Motor drin verbaut ist. Und man sieht das, glaube ich, im Hintergrund dann, das Ding ist halt wirklich winzig. Ja, ja. Also zwei Mann auf engstem Raum, ein leitender Ingenieur und halt der Kommandant des Fahrzeuges, beide auf so Sesseln rumgehockt. Mein Verständnis ist, dass auch der leitende Ingenieur eigentlich vor dem Motor gesessen ist, aber auch im Raum selber drinnen, dazu kommen wir auch noch dann kurz. Aufs Klo gehen hat es auch nicht gegeben, weil es gab dann potenziell nur so kleine Nachttöpfe oder sowas ähnliches. Bewaffnung, 2 Torpedos, die außen einfach dran geklatscht gerade waren. Einsatzdauer um die durchschnittlichen 5 Tage. Entschuldigung, ja, da wird der Nachttopf ein bisschen voll. Ja, oder man isst etwas, dass man einfach halt dann nicht so oft aufs Klo geht. Dazu gab es auch noch halt dann Ausgabe von Panzerschokolade. Mhm. Also wie ist das per Ventin, glaube ich, schreibt man es richtig aus. Marschierpulver. Ja, eine Variante von Crystal Meth. Sagen wir es aber so, wie es ist. Ja, irgendeinen Vorteil muss man ja haben. Ne? Genau, du bist dann hochgradig abhängig vom Zeug. Ja. Wunderbar. Gibt Schlimmeres. Die werden natürlich dazwischen einmal nach oben gegangen sein und werden den Topf ausgeleert haben, aber ich sag mal so, es gab angenehmere Momente. Ja, also vermutlich halt primär Oberwasserfahrt, halt dann Einsatzort war halt der englische Kanal. Die Idee war, dass man halt damit dann diese Shipping Lanes halt einfach dann angreift, um dort dann die Frachtschiffe zu versenken. Das dritte Video noch, was noch dabei ist, ist dann lustigerweise von Wargaming, von World of Warships. Die haben da eine 15-minütige Sache halt dann sich zusammengebastelt diesbezüglich. Da gibt es auch dann schon auch einen Auszug aus einem Ereignisbericht eines dieser U-Boote, das zum Beispiel halt dann mit einem, glaube ich, britischen Zerstörer Berührung gehabt hat, was auch ein bisschen lustig oder unlustig halt war. Naja, klar. Also ja, Wilhelmshaven selber in ihrer Darstellung konzentriert sich halt sehr stark darauf, halt auf die Personen, die diese Fahrzeuge halt dann kommandiert haben. Mhm. Das heißt, es ist halt, dass sie selber auch zum Beispiel nicht wirklich sagen, wie effizient diese Fahrzeuge auch dann waren. Ich habe dann noch eine Quelle gefunden, die gesagt hat, dass
120.000 Tonnen versenkt worden sind von den diversen Einsätzen. Das andere ist aber auch dann, wenn man sich das dann anschaut, sagt dann eine Quelle, na, es wurden so um die 200 mehr, also knapp 300 gebaut. Eine andere sagt dann wieder gerade einmal 85. Also ist alles so ein bisschen, man weiß es nicht. Ich habe mich dann auch dann ein bisschen da auch dann davon rausgehalten, da weiter rein zum gehen. Die Tonnage, die da versenkt wurde, klingt das auch jetzt, also es klingt nach viel, aber in Wahrheit, wenn man bedenkt, wie schwer die Schiffe sind, wird das nicht so viel wissen. Also wenn man sich, glaube ich, dann anschaut, diese ganzen Konvois und die Victory Ships, die dann dabei waren, ist das natürlich so ein bisschen fragwürdig. Vor allem auch dann, es gab, was ich auch noch gefunden habe, dann noch gesucht habe, war dann so eine Gegenüberstellung, also eine der Hilfskreuzer, das sind umgebaute Frachtschiffe, die wo man dann versteckt Kanonen reinbaut. Ja, klar. Einer davon hatte auch dann selber 115.000 Tonnen und ein anderes war dann, dass man, glaube ich, dann die Share selber hatte auch dann so jenseits der 100.000 Tonnen. Ja, das ist halt, also, ja. Ich kann jetzt dann nicht wirklich sagen, wie effizient oder wie ausschlaggebend es war, die Einsätze dieser Fahrzeuge zum Gewicht in dieser Sache. Also keine Ahnung. Die waren ja wohl auch eben, wie du selber anfangs schon sagtest, gegen Ende, wo es dann eh. Man setzt halt auf wahnsinnige Ideen und ist halt dann bereit, halt das Leben von etwas jüngeren Besatzungen halt zum Opfern, in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Das ist quasi das deutsche Pendant zu den Kamikaze-Fliegern. Könnte man natürlich so hinsagen, ja. Also es ist auch so, dass, wie es ausschaut, einige, also das wurde sehr schnell eigentlich auch entwickelt und gebaut. Es gab einige Vorgänger, natürlich auch noch so, glaube ich, nicht Marder, sondern Mulch oder so irgendwas. Also es gibt kam auch ein paar vor, Hai, glaube ich, auch. Das waren so Ein-Mann-U-Boote, das war wirklich nur ein Rohr, wo da drinnen gesessen ist und drunter das Torpedo war im Endeffekt genauso groß wie das Boot selber, stellenweise. Gibt es einige Fotos davon oder so. Und das heißt, es gab so Probleme, glaube ich, mit der Abgas, mit dem Ableiten der Abgase, also wie es ausschaut, wird auch gerne immer von Kohlenmonoxidvergiftungen und anderen Lungenverletzungen auch gesprochen. Und vermeintlich gab es auch einen ersten Einsatz, da waren über mindestens, glaube ich, 15 oder auf 18 Boote daran beteiligt und davon sind sie in einen schweren Sturm gekommen und gerade einmal 3 sind zurückgekommen. Man kann jetzt ausrechnen, wie effizient sowas halt war. Ja. Die Videos von Wilhelmshaven selber sagen, dass das Fahrzeug, was sie auch in der Ausstellung haben, was das hier ist, wurde gefunden in der Nähe der Insel Fehmarn. Ich hoffe, es tut mir sehr leid. Fehmarn, dort war das Trainingsgelände davon für diese Ausbildung. Mhm. Wurde dort in den 90er Jahren halt dann bei einer Minensuchübung gefunden. In den 90er Jahren erst? In den 90er Jahren erst gefunden. Okay. Man hat dann halt auch das, glaube ich, untersucht, hat dann keine sterblichen Überreste gefunden, somit war es, glaube ich, kein Kriegsgrab, somit konnte man es bergen, restaurieren, wieder ausstellen. Es ist halt nicht das einzige dieser Fahrzeuge, es gibt, glaube ich, auch andere Teilaspekte, also andere U-Boote in anderen Ländern auch noch, anderen Museen auch noch sind, weil nach dem Krieg zum Beispiel gingen 3 oder 4 davon an Frankreich, was immer die mitgemacht haben. Man wird es nie erfahren. Ja. Ja gut, Ausgleichszahlungen. Also, vermutlich, ja. Also jetzt nicht unbedingt gerade so dieses wow, geiles Ding ever, sondern vielleicht wirklich, da muss man auch, glaube ich, Wilhelmshaven oder halt auch anderen Panzer oder auch dem Panzermuseum Munster auch ein bisschen dazu sprechen, die Idee, dass man halt sagt, okay, wir erzählen diese Geschichte dieser Fahrzeuge auch im Kontext von den Leuten, die auf denen gedient haben und die halt vielleicht, und man könnte sich die Frage stellen, hat es Sinn gemacht, das Leben dieser Person, dieser Mannschaft halt so wegzuwerfen, sagen wir mal da. Ich meine, jetzt, wenn man jetzt aus einem neutralen Standpunkt betrachten möchte, es gab ja in Frankreich die FT-17-Panzer, die ja auch nur aus 2 Personen bestanden. Das war nach einer Zeit, wo es davor einfach nur Kisten gab mit, keine Ahnung, 12, 17 Leuten. Und dann ist man übergegangen auf diese Kleinstmengen. Man kann da auch ein bisschen eine Parallele ziehen. Bei einem U-Boot, möchte ich aber sagen, ist das ein bisschen problematischer als bei einem Panzer. Ne? Mein Panzer, wenn er kleiner ist, ist er natürlich schneller und das passt alles. Hier sehe ich den Vorteil jetzt nicht so großartig. Natürlich auch, glaube ich, zum Finden etwas schwieriger halt natürlich auch dann. Das kann ein Vorteil sein, natürlich, klar, dass man dann im Radio nicht so auftaucht, ist klar. Du hast noch von einer traurigen Geschichte erzählen wollen. Also im Endeffekt nicht diese ganzen traurigen Geschichten halt in Bezug darauf, dass halt diese ganzen Besatzungen halt dann einfach dann gestorben sind, potenziell halt an den Abgasen, natürlich auch dann die Drogenabhängigkeit natürlich dann und man muss dazu auch sich überlegen, du hockst 5 Tage in
so halt irgendwo umeinander, oder halt, ich glaube, es gibt eine technische Zeichnung, wo man sieht, dass es eigentlich dann vorne so ein Kontrollstab halt war. Mhm. Und dann sitzt er halt da auf einem Sessel. 5 Tage, kannst du nicht rühren und nix. Das ist schrecklich. Ja. Ja, eines noch, weil es, glaube ich, was mir gerade eingefallen ist, Tauchtiefe war 30 Meter, aber man konnte vermeintlich auch auf 70 Meter runtergehen. Ja, runter sicher, ja. Ja, rauf ist dann eine andere Sache, ja. Wie gesagt, wenn man dem Englischen mächtig ist, der, wie dieser World of Warships Video, das da unten verlinkt ist, wie gesagt, hat dann da so ein bisschen Auszug aus einem Einsatzbericht. Mhm. Und da sind es links auch irgendwo dann mal auf Grund, eben weil halt der Zerstörer ein bisschen bösartig zu denen ist. Ja, klar, klar. Gut, pardon. Kommen wir mit dem Schwung jetzt zum Set selbst. Eben eine Kooperation mit dem Wilhelmshavener Marinemuseum. Wir haben hier 181 Teile, Maßstab 1 zu 72. Das heißt, wir haben hier nicht denselben Maßstab wie bei den anderen U-Booten. Das ist gleich mal traurig. Ich kann all... Jede Kritik, die jetzt vielleicht kommen sollte, kann man natürlich immer erklären, dass es eben mit der Kooperation mit dem Museum geschehen ist und dass es, man kann nicht einfach nur ein Set machen und das ist dann da, sondern man muss auch immer im Hinblick das berücksichtigen, okay, das ist dann in einem Museum, die müssen das auch irgendwie verkauft bekommen, entsprechend gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss und das hat halt Kobi getan. Tatsache für mich allerdings, als vielleicht als Sammler oder für euch als Enthusiasten, wäre schön gewesen, wenn man hier einen richtigen Maßstab gehabt hätte oder denselben Maßstab wie bei den anderen U-Booten. Ne? Das Problem ist halt natürlich, wenn wir wirklich auf 1 zu 144 gehen, bei einem so kleinen Fahrzeug, was dann übrig bleibt. Ja, das ist natürlich der nächste Faktor. Also, aber ich habe das jetzt gerade kurz gesehen, also wir haben hier eine Länge von gerade mal 12 Metern. Okay. Das ist natürlich dann, ja. Ist klar, ist klar. 181 Teile, man könnte jetzt meinen, da passiert jetzt nicht allzu viel und irgendwo stimmt das, aber irgendwo auch nicht. Man beginnt halt mit so einem Mittelteil, mit einem Skelettteil sozusagen, also ein ganz flaches Mittelstück, wo man dann links und rechts die Seiten anpappt, oben und unten anpappt und die Außenteile anpappt. Das ist ganz interessant gelöst. Man muss sagen, es ist hier alles natürlich sehr rudimentär. Also wir sehen jetzt gleich mal so, wie es beginnt und es wird jetzt nicht super viel aufregender, wobei es doch die ein oder andere nette Bautechnik gibt. Wir haben hier, sieht man jetzt hier eben auch schon eben den Mittelteil. Das ist quasi das Grundgerüst und darauf wird dann sehr viel angebaut. Man merkt auch hier, wir haben sehr viele Bruchsteine, wir haben sehr viele Baurichtungsumkehrungen, genau. Die Bügelperlen kommen ja auch Unmengen zum Einsatz. Das ist ein Punkt, wir haben hier 181 Teile und wir haben knapp, ich glaube es sind 20 Bügelperlen, die man auch mit bezahlt, natürlich ist das so. Wenn man jetzt bedenkt, dass UVP wir hier über 10 Cent pro Stein sind, eine Bügelperle für 10 Cent, ja, hat man schon mal billiger gesehen. Muss man fast sagen. Aber auch hier, das ist interessant, weil man eben das Grundkonstrukt hat. Man hat die ganzen Bügelperlen, dann, die dann einfach Noppen ersetzen, logischerweise. Und dadurch kann man dann eben schön weiterbauen. Man hat dann auch so obskure Dinge, die man wohl auch schon gesehen hat. Aber man hat dann eben eine 1x3er-Fliese, wo man dann in der Mitte eine Bügelperle reinschmeißt und links und rechts dann invertierten Fliesen, die wir halt diese dünnen Baseplates, die halt gerade mal 1x1 groß das sind. Das hier, das ist spannend, das sieht man nach wie vor nicht so oft bei anderen Mitbewerbern. Das ist lustig, halt auf engstem Raum lustig. Mhm. Im Gegenzug muss man natürlich dazu auch sagen, ja, es sind 20 Bügelperlen bei 181 Teile. Aber im Umkehrschluss bekommt man auch 13 bedruckte Teile. Das ist auch nicht schlecht, wenn man sagt, nicht jeder Zehnte, aber naja doch, ein großer Teil der Steine sind sogar bedruckt. Hier gibt es keine Sticker, logischerweise. Das ist tatsächlich schon ein Thema. Und unter anderem hat man auch doppelfarbig bedruckte Steine, wie hier, wo man dann eben einmal schwarz, einmal grau hat. Kennt man eh, aber hier wird das im kleinen Maßstab gemacht und das muss man auch Kobi irgendwo zugute halten, weil auch Kobi hätte das sagen können, naja, wir belassen es doch sehr rudimentär, aber es ist eben nicht so. Auch da haben sie sich Mühe gegeben, dann haben wir da noch einmal ein Galore an Bügelperlen und invertierte Steine. Ja, es passiert auf kleinstem Raum
mit sehr geringen Steinen doch einiges, was Spaß macht. Und man macht dieses Dingsbums, um dann eben hier oben die ja, Kanzel, wie auch immer, die Ausstiegsluke wie oder wie auch immer zu machen. Das Segel, glaube ich, heißt ja, hier oben. Das sieht man hier, das ist auch wirklich toll gelöst irgendwo. Und so gesehen, man ist da schnell fertig, man ist da schnell am Ende natürlich. Da vielleicht noch die Torpedos, die werden aus doch sehr vielen Einzelteilen zusammengebaut. Das ist ganz, ganz lustig. Ich habe schon Schlimmeres gesehen und für diese Teileanzahl ist das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wenn der Maßstab jetzt eh schon nicht passt, ja, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eh nicht den richtigen Maßstab, einfach auch, weil es von der Größe her nicht passen würde, hätte man das nicht noch größer machen können. Ich gehe mal davon aus, wenn es keine Kooperation gegeben hätte mit dem Museum, hätten wir ein größeres Set bekommen. Aber man muss natürlich auch sagen, wir sind hier jetzt UVP bei 19,99, bei mir ist es ja knapp drunter. Das nimmt man mit, wenn man am Museum ist, oder? Ja, du gehst durchs Museum, hattest einen netten Vormittag, Nachmittag, Tag, wie auch immer. Am Ende natürlich ist dann vom Ausgang noch der Souvenirshop. Das Kind sieht das, denkt sich, hey, 20 Euro, ja, nimmt man mit. Relativ kleine Packung natürlich auch noch dazu, kann man leicht drüber einstecken. Wenn man das jetzt mit einem Panzer, mit dem 131er zum Beispiel vergleicht, der dann im Bombington vielleicht im Souvenirshop ist, wo du da vielleicht mal 50 oder 60 Euro hinlegen musst, da muss man vielleicht das Elternteil oder für sich selbst auch schon überlegen, ob das nicht zu teuer ist. Ne? Ja, das heißt, hier hast dann, du. Aber mach den Satz fertig. Nein, bitte. Also hier hast du dann einfach dann, okay, ja gut, nimm mal mit, das rundet den Besuch ab, das Museum kriegt ein bisschen was davon und gut ist. Ne? Ich wollte dann wieder mal ansprechen, natürlich daran, dass auch dann die Packungsgröße auch vielleicht ein Problem halt ist. Wenn man halt vielleicht leichter reist oder halt dann nicht so eine große Tasche halt mitnehmen möchte, wo das Ding dann drinnen ist. Ist richtig, ich meine, wir leben natürlich in Wien, in einer Stadt, wo wir ein Museum haben, wo man einfach schon gemütlich mit der U-Bahn hinfahren kann. Aber. Oder halt mit dem Bus. Keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich nach Bovington fahren würde und man lebt in London, da fasst man mal 2-3 Stunden runter, will man dann wirklich, wenn man noch Kind und Kegel dabei hat, mit so einer Schachtel herumrennen? Ja, klar. Das sind aber Überlegungen, die hat sicher Kobi angestellt und in Kooperation mit dem Museum haben sie halt sich entschieden, dass es so aussieht. Und das ist okay. Das Ganze kommt mit einem Standy, auch ganz gut. Ohne Standy wäre es eh nicht gegangen, ist eh klar, aber passt doch. Ist ein rundes Erlebnis und Ergebnis. Jetzt nochmal von der Nähe, ihr seht hier die bedruckten Steine. Es hat die Nummer 22 oben drauf, das wird wohl auch. Das ist auch genau halt das, was glaube ich im Foyer vom Museum auch drin steht. Wie gesagt, beim ersten Video, was dann verlinkt sein wird, sieht man, steht eh auch dann glaube ich der Kurator oder der Museumsleiter genau vor dem Fahrzeug einfach dann dabei. Also ihr seht, was ihr bekommt. Das ist jetzt auch von der Präsenz her jetzt sehr, sehr überschaubar. Zeigst du dann noch die bedruckte Schraube dann noch kurz her? Die habe ich schon hergezeigt, ah, das sieht man nochmal. Auch nett. Hätte man auch nicht machen müssen. Ja, also es gibt aber Dinge, wo man sagt, ja, nice. Und genau das ist der Punkt. Es ist nice. Und da kann ich jetzt gar nicht so viel Kritik üben. Ich hatte meinen Spaß, die paar Minuten, weil es geht wirklich flott. Aber es war trotzdem Kobi-typisch. Mit ein paar nette Kniffe, ein paar nette Bautechniken waren dabei. Qualität ist sehr, sehr gut. Und die Drucke freuen einen, die Bügelperlen. Ist halt der Bautechnik geschuldet, damit kann ich aber persönlich leben. Wenn einem das stört vom Preis her, dann muss man vielleicht auf eine Aktion warten, denn ja, ist, wenn jeder zehnte Stein quasi eine Bügelperle ist, ist das schon ein Thema. Aber dafür kriegt man auch genug bedruckte Steine und unterm Strich, anders wäre das auch in dem Maßstab kaum lösbar gewesen. Also es ist zumindest sehr elegant gelöst, nicht plump und das muss man bei so einem kleinen Set auch irgendwo honorieren. Insofern, ja, für mich eine, durchaus ein interessantes Set, was so bis dato bei mir nicht so am Schirm war. Ich bin jetzt auch nicht so der U-Boot-Experte, ich gebe es zu. Fand ich toll, die Historie dahinter ist natürlich wieder mal einerseits spannend, andererseits, was macht man mit den eigenen Menschen? Ja. Ja. Was macht man mit seinen Mitmenschen? Das ist hoffentlich, nein, wenn ich jetzt sage, hoffentlich war das ein Teil der Vergangenheit, ist eine Lüge. Wir machen nur immer so abscheuliche Dinge und das soll nicht sein. Ja, es ist einerseits vielleicht auch ein Mahnmal, wie jedes Militärset in Wahrheit.
Das ist auch ein Set, wo ich mir denke, okay, da ist jetzt die Technik jetzt nicht so spannend, dass ich sage, wow. Ja, das ist beim Panzer oftmals so, wo man denkt, wow, ich weiß, es ist ein Kriegsgerät, aber der Panzer als solches mit der Technik, das interessiert mich einfach. Hier denke ich mir einfach nur, das ist ein Ding, das hätte man sich dreimal sparen müssen, ja, weil es überhaupt keinen Impact für irgendwas hatte, nur auf die Menschen selbst und auf die Familien dahinter. Wenn man das ablehnen kann, wenn man sagt, okay, ich kann hier auch ein Museum unterstützen, das taugt mir und Museen sind wichtig natürlich, die Geschichte kuratieren und aufbewahren, dann macht man hiermit sicherlich keinen Fehler und es ist lieb und nett. Ich denke, das kann man als Abschlusszitat durchaus stehen lassen. Wenn ihr das Set zu Hause gebaut habt, ja, das kann ja durchaus sein, ist ja ein kleines Mitbringsel, das nimmt man mal so mit, das snackt man weg während einer Folge Germany's Next Topmodel oder was auch immer, wo man dann läuft. The Sweet Taste oder Sweet was Taste auch immer. Läuft gerade, ja. Ja, super. Melzer ist du, wieder. Nicht spoilern. Ich spoilere, also, aber Melzer ist wieder. Ja. Melzer kocht wieder. Ja. Vielleicht backt er auch wieder, man weiß es nicht. Ja, ja. Ja, der Rosin hat aufgehört. Der hat andauernd verloren. Jetzt bei der nächsten The Taste Staffel ist er nicht mehr dabei. Ah. Stattdessen kommt dann Nelson Müller. Der ist auch ganz okay. Absolut, ja. Ich finde es schade, weil der Rosin ist zwar kantig. Ich glaube, der kommt aus dem U-Boot. Wir kann schweifen sein, ab. Ja. Wir schweifen ab. Wie wir jetzt von einem U-Boot zum Rosin kommen, na, macht er nichts. Habt ihr das Set gebaut? Schreibt unten in die Kommentare, wo sind für euch die Stärken und die Schwächen? Warum würdet ihr das Set empfehlen? Warum würdet ihr das Set nicht empfehlen? Und dann passt alles. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.